Berlin, Blankenburg, für den im Koma liegenden und am Herzen operierten Schauspieler Heinz Hönig, 72, machen sich jetzt auch Promis stark und spenden Geld. Der renommierte und mehrfach ausgezeichnete deutsche Schauspieler, das Boot, Sieben Zwerge, muss dringend am Herzen operiert werden. Wie sein Management mitteilte, müssten er und seine Familie das Geld aus eigener Tasche bezahlen. Geschätzte Kosten, 90.000 Euro. Eine Krankenversicherung habe er nicht. Im Jahr 2021 wurde vor dem Amtsgericht Magdeburg die Privatinsolvenz gegen ihn eröffnet, berichtet NTV. Aus diesem Grund habe sein Wegbegleiter und Musikkomponist Ralf Siegel, 78, eine Spendenaktion gestartet. Ziel ist eine Summe von 75.000 Euro. Am Sonntagmorgen waren auf der Spendenplattform GoFundMe bereits rund 35.000 Euro zusammengekommen. Gespendet haben dabei vor allem über 1.000 Privatpersonen und Fans. Doch auch Schauspielkollegen und andere Prominente zeigen Herz und nehmen an der Spendenaktion teil. Wie die Bild erfahren haben soll, kommen dadurch nochmals mehrere tausend Euro obendrauf. Til Schweiger spendet fünfstellige Summe. Siegel selbst gab an, bereits schon einen starken Betrag gespendet zu haben. Er hoffe, dass sich andere Menschen anschließen und wünscht Hönig gute Besserung. 200 Euro habe es von Nachrichtensprecher Jan Hofer, 74, gegeben, ist auf der Spendenplattform zu lesen. Er kenne den erkrankten Schauspieler persönlich und das Schicksal bewege ihn sehr, heißt es in dem Medienbericht. Noch tiefer in die Tasche gegriffen habe Schauspieler Til Schweiger, 60. Er bestätigte, nachdem er von Hönigs Krankenhausaufenthalt gehört hatte, die Spendenaktion mit 20.000 Euro zu unterstützen. Zudem gibt es auch vermehrt Genesungswünsche alter Kollegen, darunter Jürgen Prochnow, 82, und Claude Oliver Rudolph, 67. Sie standen gemeinsam mit Hönig für den Film Das Boot Anfang der 1980er Jahre vor den Kameras.